Es gibt hier ein Video in der fünften Welt, in dem Nebenlevel da drin. Na gut, nicht wirklich da drin, aber ja, man weiß, was gemeint ist. Wir gehen hier hin auf eine Kiste und noch eine Kiste, auf drei Kisten umeinander gestapelt und springen dann in diese Röhre da rein. Das hat gar nicht funktioniert. Es funktioniert immer weniger, weil ich nicht mehr was sehe. Gehen wir wieder zurück auf diese Ansicht. Vielleicht kommen wir irgendwann halt noch in dieses wunderbare Nebenlevel da oben rein. Mal gucken, wie wunderbar das wirklich ist. Ah, das ist mit der Kamera, ist grauenhaft hier. Wie komme ich da rein? Ich nahm irgendwie an, dass das einfacher wäre. Ich nahm sehr an, dass das einfacher werden würde. Ich sehe nicht, aber ich weiß, was passiert. Doch nicht. Ich will nicht B drücken. Ich halte mich gerade fest, was... Das ist gemein. Ich habe mich irgendwann festgehalten. Ich konnte nur nicht hingucken. Vielleicht ist der gewählte Ort für dieses... für diese Röhre nicht ganz so gut geworden. Okay, mit der Ansicht geht's einigermaßen. Ja, ich bin mir gerade nicht so sicher, ob ich die Ortswahl von dieser Röhre wirklich gut finde. Wie komme ich da rein? Wir haben es hoffentlich gleich. Wie komme ich da rein? Das hätte fast funktioniert. Das sah gut aus. Besser als die anderen Versuche. Okay, geschafft. Meine Güte. Immerhin ist die Musik hier gut. Mario Kart 64 Musik. Das ist immer schön. Entschuldigung. Auch ein Mann des Fortgeschrittenen. Ach so, alt bin ich nicht. Ich brauche nicht labern. Aber auch ein Mann muss mal seine Musik leise summend genießen, wenn er sie hört. Das ist nämlich gute Musik zu den Zeiten, als das Leben noch simpel war. Ich meine, es ist vom Prinzip immer noch sehr simpel für mich, aber für die Welt an der Stelle nicht. Wobei, ist die Welt wirklich schlimmer oder unsimpler geworden in den letzten Jahren? Nun, wenn man mich fragen würde, würde ich ja sagen. Es gibt keine 100 Münzen, warum hole ich die Münzen eigentlich hier? Egal, ich sollte Dinge tun, um das Level abzuschließen. Die Musik ist toll, sie gefällt mir. Habe ich wahrscheinlich schon genug zur Kunde gegeben. Und da kann ich mich nicht dran festhalten, das heißt, da muss ich anders drauf. Vielleicht sollte ich wieder mit der Kamera anfangen, weil die funktioniert allgemein doch sehr gut. Deswegen nutze ich die jetzt wieder. Ach, ich glaube, ich weiß so ungefähr, wo ich gerade bin, wenn ich ein anderes Nebenlevel gerade zurückdenke. Weil, wie gesagt, das, falls man aufgepasst hat, der Quantenkubus dreht sich ständig. Ja, ich weiß ungefähr, wo ich bin. Mal gucken, ob wir auch irgendwas damit anfangen können mit diesem Wissen. Scheinbar nicht. Und da das kein Sand da unten ist, kriege ich sogar Schaden. Okay, gehen wir nochmal hoch. Ich hätte die Münzen nicht einsammeln sollen, weil die hätten mir KP gegeben. Die hätten mich wieder geheilt, wenn ich mal runterfalle. Aber oh, das ist in Ordnung. Gibt der Gumba da KP? Der gibt mir eine Münze. Das ist Energie im Endeffekt. Das ist schön. Okay, dann, keine Ahnung, vielleicht einfach hier hochgehen. Ja, das ging schon besser. Ist recht interessant immer. Also es gibt bei allen Nebenlevel immer dann auf der Seite, auf die man gerade geworbt wurde, ganz oben irgendwo eine Spitze einen Stern. Und dann muss man sich irgendwo an den Seiten herumhangeln und schauen, ob man da irgendwo noch einen Stern findet. Hey, die glorreiche 50. Ich will dieses Level eigentlich fast schon gar nicht mehr verlassen. Was? Du hast die 50 Sterne zusammen, die fürs finale Level nötig sind? Du bist ja schon schlagbar. Du bist der beste Spieler auf der Welt, oder was? Für Generationen wird man noch von deinem Gameplay schmachten. Weiß nicht. Glaub nicht. Also wirklich. Ich bin teilweise... Das da unten ist im Das da unten ist in Retro-Perspektive...
Warte, sagt man das so? Wenn man zurück ans dritte Level denkt, ist dieser Gegner da unten wunderbar. Ich liebe ihn. Super. Du magst es, mich in einem mächtigen Ziegeltyp hier inmitten meines Ägypten-Lego-Sets zu stören? Du Narr, ich werde dich aus diesem heiligen Reich verbannen. Du bist schon zutiefst verängstigt. Und falls du mich von der Klippe wirst, werde ich den Stein vielleicht für immer mit mir nehmen. Also sei gewarnt, mit mir ist nicht gut Kirschen essen, denn die schmecken mir nicht. Die, naja, das Stadion ist akzeptabel groß genug, hätte ich gesagt. Es ist eine tolle, es ist ein schöner Witz. Mir gefällt der Witz sehr. Ich kann diesen Witz sehr genießen. Ja, sagen wir es so. Ich werde ihn auch nicht erklären. Witze gehen kaputt, wenn man sie erst noch erklären muss. Man weiß, was für ein Witz das hier ist, oder man weiß es nicht. Autsch, mein Rücken. Wie konntest du meine große Schwäche herausfinden? Rückenschmerzen sind im Alter das reinste Kryptonit. Ich habe das Wort, glaube ich, noch nie gehört. Hast du eine Ahnung, wie oft ich deshalb operiert werden muss? Hab Gnade. Yo. Hä, wo ist er hin? Hinter die Wand? Das finde ich aber jetzt nicht so knorke. Ach Gott sei Dank, da ist ein Boden. Wollte schon sagen, was ist das für ein Unmensch, der einfach einen Stern irgendwo hin platziert und mit einem Wandsprung irgendwie drankommt oder auch vielleicht nicht einfach stirbt. Aber auch glücklicher Stern. Ausrufezeichen. So, noch einer. Diesmal nicht auf der ägyptischen Seite der Macht. Okay, da auch nicht. Wobei, das will ich an der Stelle schon herausfinden, auch wenn es mich ein Leben kosten könnte vielleicht. Was ist das da? Ein Warp? Es ist ein Warp, der mich zurückbringt. Super cool. Dankeschön. Das ist toll. Das ist gut, wenn man da unten hinkommt und zurück will. Keine Ahnung, warum man da hinkommen sollte, aber toll trotzdem. Hoppala. Noch ein Warp. Oh, ach so. Okay, cool. Das wusste ich nicht, aber schön. Okay, das war der Stern. Der letzte in diesem Nebenlevel. Das war jetzt ein bisschen einfacher als ein paar andere Nebenlevel, aber muss ja nicht immer nur schwer sein. Muss nicht immer Borg schwer sein. Kann auch mal Borg einfach sein, damit es mehr Borg macht. Und ich kann mir noch ein Leben mitnehmen. Jetzt kann ich ein Leben hier sammeln, jetzt wo ich nicht dauernd sterben werde. Hoffe ich mal. Das heißt auch, dass die zweite Overworld sollte fertig sein und jetzt kann ich mal hier meine These behaupten, meine Behauptung von keine Ahnung wie vielen Minuten und Folgen und Stunden mal in die Tat umsetzen. Ich kann doch einfach da so reinfliegen. Ich muss doch nicht erst die Kanone benutzen, ne? Ich weiß echt nicht, das kann doch nicht die Lösung, ach egal. Da ist das sechste Level, da könnte man rein, man könnte aber auch um das finale Level, bei dem es am Ende wahrscheinlich wieder einen langweiligen Bowser gibt, keine Ahnung. Können wir auch reingehen? Oder ich gehe einfach mal in die Lava da unten. Na, wobei, das ist wahrscheinlich keine so gute Idee. Hey, wo ist der Overworld-Stern hier? Hier ist nichts im Blumenbeet. Nimm Platz und entspanne für einen Moment. Das hört sich stark nach entweder einer Referenz an Paper Mario oder Origami King an oder an sonstige moderne Spiele, weil irgendwie in allen modernen Spielen mittlerweile eine Bank zum KP auffüllen da ist. Oder einfach nur eine Anmerkung für einen Warp. Oder gar nichts davon, also doch vielleicht die Referenzen, aber doch kein Warp. Dachte vielleicht ein Warp für einen weiteres Level oder so. Na gut, gehen wir kurz mal das Ganze einfach gedanklich durch. Es gibt jetzt noch ein Level. Wahrscheinlich gibt es irgendwo den Spitzen von diesen Türmen noch einen Stern auf der Overworld. Das heißt, es gibt noch 7 Sterne von einem Level. Das sind 59.
Eine von hier, von Overworld, das sind dann 60. Drei von dem Nebenlevel, von dem sechsten, und dann wahrscheinlich einen Stern im Finalen. Das heißt, wir haben eigentlich alles soweit. Auch mit der zweiten Overworld wird wahrscheinlich nichts mehr sein. Da unten sind Haufen Leben, das ist ganz cool. Das heißt, eigentlich muss ich nur da oben irgendwie die Spitze kommen und dann da oben halt Dinge. Wie komme ich denn da hoch am besten? Vielleicht muss ich auch einfach nur da oben. Ja, das sieht doch gut aus. Da hinten ist der Tower, der mir den Stern gibt. Oh, also muss ich das machen? Du willst 35. Ey, das habe ich schon lange. Hey Kumpel, ist es nicht so aufregend, über tödliche Lavagruben zu springen? Ich fühle mich so lebendig, wenn ich dem Tod nahe bin. Da du mir zuzustimmen scheinst, gebe ich dir diese kleine Belohnung. Sie ist das Anreiz dafür, alle Sicherheitsmaßnahmen zu ignorieren. Der eine Tod willst, die Bombe willst nicht. Das ist halt so das Leben. Es gibt unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Gemüter. Jeder will es ein bisschen anders. Okay, gut. Dann fehlt wirklich nur noch Nebenlevel, Level und Finale. Schauen wir uns mal an, was das Level noch zu bieten hat. Bowser's Schlund. Ach stimmt, da war ich schon mal. Bin wieder direkt rausgegangen. Eine schwer zu schluckende Pille. Ah, Bowser's Schlund. Im Sinne von, wir sind hier in seinem Rachen? Ist es ein geöffneter Mund? Kriege ich das Ganze aber von oben? Scheinbar nicht, schade. Oh, was ist das denn? Das ist Schaden, aber ich meinte eher die... Ah, guck mal, die Pillen. Oh, so, das sind jetzt im Grunde wahrscheinlich Pillen aus Dr. Mario. Ah, so, das soll jetzt so eine mediale Anspielung an Dr. Mario sein. Und Bowser kriegt jetzt Pillen zum Schlucken, damit er genesen kann. Und wir sind der Doktor, wir hauen sie in seinen Rachen rein, damit er gesund wird. Den Guten geht's wohl nicht gut. Sind wir mal so frei und helfen ihm. Ist das Mario Party Musik? Ich glaube, es ist Mario Party Musik im Hintergrund. Könnte aber auch Galaxy sein, ich weiß es gerade nicht. Wir warten alle sehnsüchtig auf den Beginn des Flügel- und Hörner-Festivals. Es sollte nicht so lange dauern, bis eine engelsgleiche Gestalt hier erscheint. Die Eleganz wird atemberaubend sein. Okay. Vielleicht Stern 6 da oben war die Röhre fürs Nebenlevel. Ich schätze, ich muss auch mal selbst darunter gehen. Ah, das sind diese herabsinkenden Blöckchen. Die nutzt auch irgendwie niemand. Finde ich schade. Das sind coole Blöcke, die es im Originalspielzeug gibt. Die nutzt niemand irgendwie. Sehe ich so selten. Die einzige Person, die die Dinger nutzt, sind wirklich Luke Millard. Und, wie hieß er? Fares von Mario 64, die Queen Stars? Ich weiß gerade nicht, wie hieß er? Queen Thunder oder... Ach, ich habe vergessen, wie er heißt. Es tut mir sehr leid. Der nutzt niemand irgendwie. Finde ich schade. Das sind eigentlich coole Blöcke. Das muss ich ja nie dran machen. Eine schwer zu schluckende Pille. Wahrscheinlich ist da unten... Ich beiße jetzt in den sauren Apfel. Und tatsächlich war da eine Plattform. Und ein Stern. So ganz zufällig. Das hat gut funktioniert, obwohl ich dachte, es würde nicht. Jetzt sind wir schon fast im Magen von Bowser. Wir hätten nicht kann dieses Leben holen, ohne zu sterben. Hätte ich jetzt mit jemandem um Geld gewettet, hätte ich Geld gewonnen. Und da haben wir einen Stern. Schön, dass die Buddies jetzt die Pillen sind. Das ist toll. Schauen wir da nochmal rein, was... Kann die Kamera sich bitte nicht in dich drehen, sodass ich fast in die Lava laufe? Dankeschön. Die Klempnerfalle. Achso, ich sehe, wo ich hin muss. Also, keine Ahnung, ob das jetzt der Stern ist. Aber ich weiß, wo ich hin kann für einen Stern. Und das mache ich jetzt. Und zwar hier gibt es locker flockigen Spaß mit Wandsprüngen. Ich drücke einfach nur A. Oh, wie gut das funktioniert hat, Heilige. Okay. Das hätte nicht so gut funktionieren dürfen, wie es gerade tat. Ich habe wirklich nur A gedrückt. Toll, hat mir gefallen.
Das war sogar der richtige Stern. Okay. Kamera dreht sich. Genau, jetzt habe ich rechtzeitig aufgehört zu laufen, weil ich wusste, dass die Kamera sich dreht. Man ist lernfähig. Verrückte Sprungkisten. Oh nein. Bin gar kein Fan von diesen dämlichen Dingern. Okay, wo muss ich hin? Am besten nicht in die Lava, aber da bin ich jetzt trotzdem drin gelandet. Kann mir ja noch ein bisschen KP holen, um mich zu heilen. Kann ich vielleicht auch nicht, weil die Münze in die Lava wollte. Okay, wo soll ich denn heute hin? Ich kann auch da drauf springen vom Prinzip, vielleicht. Achso, okay, wahrscheinlich da hinten hin. Gut festgehalten, dass ich keinen Fallschaden kriege. Ich schätze mal, da muss ich hin. Ah ja, da sind die Sprungkisten. Ach, ich krieg sogar zwei Versuche, falls mir eine nicht gelingt. Wo will ich eigentlich hin? Da oben drauf. Okay. Ja, das hat auch gut funktioniert. Guck mal dann an. Nutzen auch wenig Leute. Nee, so schlimm sind sie ja nicht. Alles in Ordnung, ich mag die Kisten. Nee, war nicht. Ich werde da bestimmt aber auch ohne die... So viel zum Lernen. Danke, dass das Herz hier ist. Wahrscheinlich ist das Herz hier, weil die Kamera sich ja nicht dreht. Flügel und Hörner. Wahrscheinlich gibt es jetzt eine Flugkappe da hinten und ich darf das engelsgleiche... Die engelsgleiche Gestalt sein. Naja, ich darf die Checkpoints sammeln, die da rumfliegen. Yippie. Was er sagt. Ich weiß gerade nicht genau, warum ich gerade daran denke, aber ich empfinde es als wichtig, das anzumerken. Ich denke gerade an griechisches Essen und wie gerne ich wieder bei einem griechischen Essen gehen würde. Ist das verständlich? Das wird selbstverständlich sein wahrscheinlich, aber ja, ich vermisse... Ich vermisse Essen bei Restaurants. Ich habe einen guten Asiaten hier in der Gegend. Ich vermisse Essen bei dem Asiaten. Okay, machen wir das mal so. Okay, da ist unsichtbar Wand. Da war unsichtbar Wand. Das ist nicht fair. Ich hier. Okay. Macht nichts. Hab ja keinen großen Fortschritt verloren. Dauert ja alles nicht lange. Das ist ein weiterer Pluspunkt von dem Hack vom Prinzip. Da die Sterne und Missionen alle nicht so ewig dauern, kann man auch mal, ist ein Tod gar nicht so schlimm, weil man halt dann einfach direkt wieder bei der Action ist und wo man wieder hin will. Wenn man zum Beispiel so ein ewig langes Level hat, das ist zwar cool, dass man mittlerweile Level unendlich groß machen kann, aber wenn man so ewig langes Level hat, wie in sonst welchen Hacks, dann sitzt man da, stirbt irgendwo nach einer... Ist das schwer, unsichtbarer Wand, oder warum bin ich jetzt so runtergegangen? Sitzt man da nach einer ewig langen, keine Ahnung, nach einem langen Gang irgendwo rum und... Nee, nicht rutschig sein. Ah, okay, hier kann ich stehen. Und sitzt man nach einem... Einfach sitzt man dann da... Und, okay. Ich brauche so kurz Zeit, um nachzudenken, was ich sagen möchte. Und darf nochmal den ganzen Weg, hinlaufen, wo man gestorben ist bei solchen langen Leveln. Komme ich da hin? Ja, kommt perfekt hin, passt. Fast auch noch an den Stand reingestampft. Und das ist schön, wenn man kleine Level hat, weil man nicht... 10 Minuten lang zum Schein hinlaufen musste. Aber ja, es gibt solche und solche Hacks. Ist halt auch so. Kamera dreh dich, dankeschön. Und wir gehen wieder rein. Für noch einen letzten Stern. Mann, Mann, kriegen wir in den letzten paar Folgen viel in einer Folge geschafft. Das ist krass. Ah, die roten Münzen sind auf den Zähnchen. Auf den Beißerchen von Bowser. Wahrscheinlich soll ich aber nicht runter, weil ich auch nicht wüsste, wie ich da wieder hochkomme. Ich gehe da hoch.
Ja, du würdest gern zu mir. Aber nein, du bist nur eine blöde Pille. Du kommst nicht darunter. Ich bin ganz ehrlich. Gib mir Lava-Schaden. Ist gerade egal. Es gibt Münzen, die mich wieder heilen. Und zwar die hier. Es ist aber an der Stelle sogar wahrscheinlich eine ganz gute Idee, keine Münzen weiter einzusammeln. Für den Fall, dass man irgendwo Schaden kriegt, wie zum Beispiel hier. Genau, das habe ich mir fast schon gedacht, dass ich hier... Oh, Heilige! Heilige, ja, okay. Da bin ich mir so weit gesprungen. Dachte nicht, dass ich so weit fliegen würde dadurch. Genau deswegen habe ich mir die Münzen da liegen gelassen. Jetzt bin ich wieder aus der Gefahrenzone. Ist doch schön, oder? Ach so, die Verbeinbuchte da hinten ist für eine rote Münze, die jetzt da ist. Okay, wollte schon sagen, wo geht diese Münze hin? Okay. Ich wollte eigentlich jetzt da hochgehen, um zu den Sprungkisten zu gehen, um deren Münzen zu holen. Moment, das geht, glaube ich. Ich meine, dass das geht. Oh, haha. Jahrelanges Wissen über Super Mario 64 zahlt sich endlich aus. Nein, das ist nicht. Okay, eine Münze habe ich nicht bekommen. Jahrelanges Mario 64 spielen zahlt sich endlich aus, wenn man dann so an der Stelle sich denkt, oh, das war cool, das wusste nur ich. Und vielleicht auch Luke Miller, ich weiß es nicht. Aber egal, das war cool. Okay, letzte rote Münze, wo bist du? Ne, zwei fehlen noch. Drei fehlen noch. Ich glaube, drei fehlen noch. Ja, drei fehlen noch. Wo ist der blaue Münzschalter übrigens? Der ist auch noch wichtig. Ah, da ist noch eine Münze. Da hinten ist ein Zehner, okay. Gibt es einen blauen Münzschalter überhaupt heute? Das ist so eine Sache, die ich nicht weiß. Ach Mensch, was ist eigentlich das da? Ist das eine Münze? Ah ja, drei. Ja gut. Auch in Ordnung. Macht es Sinn, dahinter zu gehen? Finde ich da irgendwas? Ah, der rote Mischung kommt hier hin. Ach so, die Plattformen waren von weiter weg nicht sichtbar, weil weil es halt Objekte sind, die verschwinden können. Und da ist der Stern. Den sollte ich aber noch nicht einsammeln, auch wenn ich Gefahr laufe, jetzt zu sterben und all meinen Fortschritt wieder zu verlieren. Aber ich sollte noch die Münzen da hinten holen. Oh, Gott sei Dank bin ich nicht nochmal gesprungen. Denn das ist keine Münzen, das ist ein Stern. Okay, alles gut. Diese Dinge hier erinnern mich lieber sehr stark an The Legend of Ocarina of Time. Denn im zweiten Feuertempel, na gut, eigentlich der erste Feuertempel, der die Dodongo-Höhle ist ja kein Tempel. Eigentlich ist er eine Höhle. Hat auch solche Dinger hier. Vielleicht kommt die Inspiration auch davon. Okay, das werden aber Münzen sein. 10 wahrscheinlich sogar. Genau, guck mal da. Und wo sind jetzt die blauen Münzen? Gefunden, okay. War nicht schwierig. Ja, ja gut. Aber Schaden habe ich bekommen, leider. Ah, da komme ich so nicht hoch. Doch, komm. Okay, ja, lass uns mal überraschen, wo die blauen Münzen hinkommen. 5 brauche ich. Okay, oh, das sind mehr als genug. Auch sehr fachgerecht platziert. Mundgerechte Häppchen. Es hätte 91 Münzen hier gegeben, oder? Habe ich sonst irgendeine Münze nicht bekommen, außer die eine, die Lava gefallen ist? Keine Ahnung. Egal, wir haben es alles. Das ist cool. 60. 60 Sterne nach dem Beenden vom 6. Level. Wunderbar. Dann sehen wir uns das nächste Mal das Nebenlevel an, obwohl ich noch gar nicht weiß, wie ich da reinkomme. Egal. Also dann bis zum nächsten Mal, falls man sich das nächste Mal anschaut. Ich habe ja gar keine Ahnung, ob die Person, die gerade zugeschaut hat, das interessant genug fand, um nochmal einzuschalten. Einzuschalten ist auch falsch eigentlich. Ist ja keine Fernsehsendung, es ist einfach nur ein Video, das vielleicht mal hochgeladen wird auf YouTube. Man weiß wirklich nicht, ob das kommt.
Weiß man nie. Mit diesen Worten verlasse ich euch.